So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Kakala Loop. Wieder ein Spiel mit diesen kleinen Hex-Bugs, ne, die man einschaltet und dann vibrieren die und bewegen sich und laufen hier im Spielfeld. Und in diesem Spiel geht es einfach darum, dass wir diese Käfer hier von dem Startfeld hier in dieses Zielfeld bringen wollen. Und dafür legen wir dann diesen Spielplan drauf. Da gibt es zwei Seiten. Einmal hier den, sag ich mal, relativ einfachen mit großen und wenig Feldern und dann den schwierigen mit ein bisschen kleineren und mehr Feldern. Zum Einstieg sollte man erstmal mit dem kleinen beginnen. Den legt man dann so darauf, dass der da auch drauf passt. So. Und dann wird der Hexbug genommen, eingeschaltet in eine der beiden Röhren gesetzt und dann würfen wir einfach abwechselnd und setzen unsere Figuren so lange, bis halt alle im Ziel sind. Sobald der Hexbug wieder das Spielfeld betritt, müssen alle aufhören zu würfeln mit dem, was sie machen und dann sieht man, was passiert. Das hier sind auch Spielfelder, wer da drauf sitzt, hat einfach Glück gehabt, der kann nicht von diesem Hexbug getroffen werden und wer eben verschoben wird und auf irgendwann ein Feld steht oder auch auf keinem Feld mehr steht, steht eben, nachdem der Hexbug wieder weg ist, zieht er von dem Feld weiter, das er berührt oder auf dem er steht, oder wenn er gar kein Feld mehr berührt, dann muss er wieder zurück zum Startfeld. Also haben wir da alle, ne, wenn er wieder aufs Spielfeld kommt, so einen kleinen Moment, wo wir halt gucken, ja, ob wir jetzt da stehen bleiben, ob wir vielleicht sogar vorangezogen werden. Und wichtig ist auch immer, wenn man auf dem Feld landet, wo schon eine Figur von einem steht, also wenn ich jetzt eine 2 gewürfelt hätte, würde ich 1, 2 vorgehen, dürfte ich noch ein Feld überspringen. Ansonsten werden besetzte Felder auch immer mitgezählt. In der Praxis sieht das Ganze jetzt so aus. Ich zeige einfach mal ein Spiel, hoffe, dass ich da nicht durcheinander komme mit Rot und mit Orange und Grün, wer gerade dran ist, aber das ist auch nur so prinzipiell zu Demo-Zwecken. Und auf geht's. Orange fängt an. Zack, 1, ohne 3. Jetzt kann man sich überlegen, ob man hier lang oder da lang geht. Der geht dann 1, 2, 3 da lang. Dann ist wieder Orange dran. Der geht jetzt auch 1, 2 vor. Grün hüpft hier mal einen vor, um da schneller voranzukommen. Orange würde jetzt hier hinkommen, geht hier und überspringt den, steht da. Das könnte, ja. Und jetzt würden wir halt abwarten, was passiert. Und das war jetzt eine kurze Runde. Jetzt Orange, das ist jetzt Grün wieder dran. Das heißt, Grün geht 1, 2 vor. Orange überhüpft hier. Und schon müssen wir wieder abwarten, ob der Hexbug da ein bisschen Chaos macht oder nicht. Das sind jetzt aber kurze Runden. Ich glaube, Orange ist dran. Grün geht 1, 2 vor. Und na, der könnte Orange. Und da ist er wieder. Ja, dieses Mal hat er nicht so viel Lust, jetzt ist er mal ewig rumgesprungen. Ich wäre dran, Grün. 1, 2. Orange. 1, 2. Hierhin, geil. Dann Grün und schon ist der Hexbug wieder da. Und wir müssen wieder abwarten, was passiert. Und na, alle sind gespannt. Wobei es sind ja gerade nur 2 Figuren und safe. Oh. Jetzt hat er schon ein bisschen mehr Lust, ein bisschen mehr Chaos zu machen. Und, ne, da sind wir noch nicht wieder weg. So, ne, der steht auf, berührt das Feld, das ist für ihn günstiger, also zählt jetzt das. Ich habe keine Ahnung mehr, wer dran war, also mache ich einfach mal grün. Dann wieder orange. Orange 2 Felder vor, 1, 2. Dann wieder grün, der geht blutig nochmal 1 vor. Orange, hüpft mal hierhin, dann grün geht dahin, orange kann seine 4 erst gleich machen. Hofft jetzt natürlich, dass er da nicht weggeschubst wird, weil er gerade schon so weit vorne ist. Ja, und dann geht er jetzt seine 4 Felder, 1, 2, 3, 4 und damit hat orange eigentlich schon gewonnen. Grün geht mal 1 vor, orange dann 1, 2, 3, dann grün 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt wird es nochmal spannend. Oh, 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 wie ärgerlich für Orange. Jetzt hofft er natürlich, dass er ihn wieder auf den Feld schubst. Na, ah, der berührt vielleicht, jetzt berührt er noch. Der bewegt sich immer noch. Das ist natürlich bitter für Orange jetzt. Das könnte noch eine fulminante Niederlage werden. Oder auch nicht. Wie ihr seht, jetzt braucht auch mal ein bisschen länger manchmal. Und Grün kann sich das Ganze natürlich gerade völlig entspannt angucken. Also ne, ja, dann geht der mal, also der berührt das Feld hier, der muss wieder zurück, also geht er mal schnell mit dem vor. Und dann kommt Grün schnell. 1, 2. Oh, oh, oh. So, jetzt hofft Grün natürlich, dass er stehen bleibt und nicht da weggeschubst wird.
Und dann darf, kann er orange bestimmt. 1, 2, 3. Und grün, 1, 2, 4. Bumm, grüner Sieg. So, und jetzt müssen wir entweder warten, bis er wieder hochkommt. Oder wir schalten einfach mal schnell aus. Zack. Ja, das ist Kakalaloop. Einmal in Aktion gewesen. Das war jetzt sicherlich nicht so fürchterlich spannend, aber so habt ihr eben einmal eine Partie gesehen. Also ihr habt das gesehen. Manchmal kommt er hier raus und schubst ist da wieder weg und es passiert fast gar nichts. Manchmal läuft er hier ewig rum, bis er wieder was findet. Und ja, je nachdem, also wenn hier auch irgendwie gerade nur zwei oder eine Figur drauf ist, ist es nicht ganz so super spannend. Aber wenn da irgendwie so drei, vier Figuren stehen, ist man natürlich ein bisschen mehr ja, Feuer, was jetzt passiert und ob man irgendwie stehen bleibt, ob man wieder weggeschubst wird oder ob man auf dem Feld kommt, das irgendwie besser sogar ist für einen. Und natürlich spielt man das so zwei, drei Mal und dann wird das auch relativ schnell langweilig. Und dann nimmt man vielleicht eher das Feld hier und ja, ne, sieht man halt hier ein bisschen längeren Startweg, der ist ein bisschen verzweigter. Auch hier am Ende ist halt die Chance, dass man einfach vor den vom Ausgang steht, deutlich höher. Und man kann es auch, wenn man das ein bisschen schwieriger haben möchte, wenn man das zum Beispiel nur zu zweit spielt, sagen, dass man noch irgendwie zwei Farben spielt und so einfach noch das Spiel ein bisschen länger dauert. Ne, die Spieldauer ist so 10 bis 15 Minuten und es sind auch eigentlich fast alle Regelfragen abgedeckt. Also wie gesagt, wenn man jetzt zwischen zwei Feldern steht, dann steht man immer auf dem, das günstiger ist für einen. Wenn irgendwie zwei von diesen Käfern hier das gleiche Feld berühren, dann ziehen jetzt beide, als ob sie auf dem Feld stehen. Und ja, wenn man einfach ne, ein Feld vorgeschoben wird, hat man Glück gehabt, dann steht man einfach ein Feld weiter vorne. Also das sind so im Prinzip alle Regelfragen. Natürlich, wenn man es mit mehr Spielern spielt, dann ist deutlich mehr los auf dem Spielfeld. Da wird auch noch ein bisschen mehr gezittert. Darum macht es eben vielleicht auch zu zweit mehr Sinn, das mit mehr Leuten zu spielen. Und die Altersklasse ist ja so ab 5 Jahren. Ich würde mal sagen, 5 bis 8 ist so ungefähr die wirkliche Zielgruppe dieses Spiels. Und für die ist es auf jeden Fall auch gut und unterhaltsam. Dieser Hexbug ist echt gut eingesetzt worden, also nur ne, der Rum, also es, hat, ne, es ist natürlich, es ist zum einen ein Würfelspiel, zum anderen kommt dieser Hexbug da rein. Das heißt, es ist wirklich ein reines Glücksspiel, wo man ja einfach hofft, dass man der ist, der von diesem Ding profitiert. Aber gerade dieser Nervenkitzel, ne, wenn er wieder auf dem Spielfeld ist und da rumort, da halten halt alle inne, gucken, hoffen, bangen, freuen sich, wenn irgendwie ihm was Gutes passiert, freuen sich auch, wenn irgendwer anders nach hinten geschoben wird oder wieder von vorne anfangen muss. Und ja. Also man kommt auch gar nicht auf die Idee, das Ding jetzt irgendwie groß woanders rumlaufen zu lassen. Und auch das mit diesen Loopings ist natürlich ganz cool gemacht. Ja, alles in allem finde ich, ist es auf jeden Fall eine gelungene, spaßige Umsetzung, die gerade bei der Zielgruppe für viele Unterhaltung sorgen wird. Und wenn die Batterie dann leer ist, ich habe jetzt noch nicht so oft gespielt, dass ich, also das ne, ist bisher noch nicht wirklich leer gegangen, da muss man dann hier mit einem kleinen Schraubenzieher das Ding aufschrauben und da so eine kleine Knopfzelle reinsetzen. Da sollte man halt ein paar auf Reserve von haben. Also da ist jetzt keine, ich glaube, ich habe hier in der Packung keine Ersatzknopfzelle gefunden. Die sind jetzt nicht so furchtbar teuer, aber man sollte natürlich auch darauf achten, dass das Ding nach dem Spiel aus ist und der nicht hier die ganze Zeit rumlaufen lassen wird, weil dann ist das Ding natürlich super schnell zu leer und man kann nicht so wirklich oft damit spielen. Darum immer dran denken, das Gerät danach wieder auszuschalten. Und ja, das war Kakalaloop. Ich hoffe, es war umfassend, informativ und hilfreich für euch. Und wenn ihr euch dieses Spiel zulegt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.